Für die Aktion Detmold stellt einen Rekord auf, wurden seit September Handys in Kartons gesammelt. Wie es mit den Handys nun weitergeht, erklärt Kai Sandmann-Putzberg persönlich. Jetzt, wo sie alle eingesammelt sind, gehen sie auf den Weg nach Süddeutschland. Die werden jetzt gleich verladen, die Handys. Und dann prüft man bei jedem einzelnen Handy, was passiert dann wirklich damit. Also kann man die nochmal wiederverwerten, sprich nochmal weiterverkaufen. Dann werden die Daten tiefengelöscht und dann für den Wiederverkauf aufbereitet. Bei 5 von 6 Handys ungefähr wird die Wiederverwertung in der Form nicht möglich sein. Wir dürfen die ja hier händisch nicht auszählen, weil einmal in die Kisten geworfene Handys, die dürfen wir datenschutzseitig nicht öffnen. Das passiert dann wirklich erst in dem Wiederverwertungswerk. Und da werden die Kisten dann erstmals geöffnet und dort auch tatsächlich ausgezählt. Also bisher wissen wir, dass es einige 100 Kilo sind. Also Detmold hat da toll mitgemacht, wobei wir festgestellt haben, hinterher ging es gar nicht mehr nur um die Handys und die Stückzahl und wie viel Rohstoffe bekommen wir da draus, sondern hinterher war auch der Weg das Ziel. Also so viele Firmen, so viele Unternehmen, das haben Grundschulen mitgemacht, Kitas, weiterführende Schulen, die Hochschulen. Es waren letztendlich alle dabei und das war alleine schon begeisternd, dass man der Detmold gemerkt hat, dass man mit ganz vielen ganz vieles bewegen kann. Ein großes Ziel war ja auch, dass alle von klein bis groß nochmal daran erinnert werden, dass man Dinge nicht einfach wegschmeißt. Also Anfang Januar wird die Zahl ausgezählt sein und dann wollen wir natürlich andere Städte finden, die sagen, Mensch, die Aktion, die fanden wir so toll, das wollen wir mal versuchen zu überbieten.